So, wir sind wieder zurück und wie versprochen wollte ich jetzt eigentlich mit Kate reden. Zum zweiten Mal. Aber die Gute schwimmt lieber irgendwo hier unten in der Pampe rum, als dass sie sich hier hochbequemt. Ich habe es jetzt seit ein paar Minuten vergeblich versucht und ehrlich gesagt keine Lust mehr. Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen und sie wird früher oder später eh wieder mit uns reden wollen. Und so wie ich das Dialogsystem in Fallout kenne, wird unsere Romanze dann leider fehlschlagen. Das ist ja, ich meine, Gefühle sind ja zufallsgeneriert. Da kann man nichts machen. Manchmal funktioniert's, manchmal nicht. Warte kurz. Auch beim zweiten Mal machen wir es stilgerecht. I always have time to listen to you, Kate. Good. Because this isn't easy for me to say, but I want to get it right. Where do I begin? Did you know I spent 3 years fighting at the combat zone? 3 years of getting beaten to hell by a bunch of losers and lunatics. After the matches were over, I'd spit out the blood, stitch me wounds, and do a couple of shots of psycho to keep me going. I fucking hated it. I hated the crowds, I hated the other fighters, and I hated myself. I never understood why I put myself through all that. Until now. It was because I was alone. And I think deep down, I wanted to die. I wanted one of my opponents to crush the life out of me, the easy way out. I understand. I don't think I'm being clear with you. I've never been good with these things. My life's been nothing but one huge failure after another. You've heard all my stories, and you know the prices I've paid. There were a few times when things got really bad that I found myself staring down the barrel of my own shotgun. I don't know why I didn't pull the trigger. I guess I was praying that I could find a single decent scrap of humanity in this fucked up world. And then, what you did for me back there at Fault 95, it was like the answer to those prayers. That's the first time in my life I fully depended on some goddammit. Jakob. You're not messing anything up. I'm trying to hold the longer we've been and I'm not just talking about you. Ja, wir können das mal beschleunigen. But with you, look, I can't go back to the way things were before. But what I need you to do is look me in the eyes. Okay, random number generator. Let's go. Of course I do. I'm in love with you, Kate. You're what? Yeah. You said you're in love with me. I didn't know. I mean, I felt something between us. But I thought it was something else. Hunger. Why? Why would you fall in love with someone as screwed up as I am? To tell you the truth, we're both a little screwed up. A perfect match for one another. I can't argue with that. This has to be the first time I put all my cards on the table and didn't end up losing everything. You don't know how much this means to me. To have someone special in my life. I promise you, I mean to make the most of it. Yay, es hat zweimal hintereinander geklappt, ich bin begeistert. Okay. That's what I'm talking about. Jawohl. Und ich speichere auch gleich mal. Nicht, dass wir es noch ein drittes Mal machen müssen. Das will ja keiner. So. Und jetzt stellen wir uns vielleicht mal ein bisschen gescheiter an. Yes. Naja, Readme kennen wir schon. Tür auf. Seems awfully quiet around here. Don't be ferals again. This is gonna be a piece of cake. Yeah. Huch, jetzt gerade gegen die Tür geschossen.
Okay, die verstecken sich. Oben sind noch welche. Das sind aber auch wieder viele. Ah, scheiße. Wow. Alter. Alter, das ist doch... Au. Kurz warten, was wir looten können. Na, nein. Toll. Schatzi, du liegst da ungünstig. Wieso gehen die immer weg, wenn ich auf sie ziele? Mein Gott. Kommt davon, wenn den Kopf aus der Wand streckt. Okay. Mein Arm ist mittlerweile kaputt. Ach Gott. Ich werde es nicht lernen, glaube ich. Yours is mine. Right, darling. Kannst du eigentlich anziehen, oder nicht? Ein bisschen Schrott. Kann ich immer abgeben. Wait, what? Has... Psst. Point out what you need. Lol. Eden, I'll get right on it. Okay. Ich dachte nicht, dass der Effekt so groß ist. Gott. So. If I find you, you're gonna regret it. Gib mir alle deine Relais. This place is filthy. Are you kidding me? Watch your step. Verdammt. Meine Power-Rüstung wird bald nicht mehr viel übrig sein.
Richtig Glück und ich finde irgendwo eine Repair Station. So, aufpassen wegen weiteren Minen. Lunchbox! Bleib doch hier. Ups. Ach komm schon. Sie haben es halt nicht mal gemerkt. Oh, du hast dir nur einen Mob mitgenommen. Mal gucken, was passiert. Was? We should search the place for parts. Might find something worth a few caps. Hold up. So wird es. Seriously. Shit. I was just getting warmed up. Anyone came through here recently? They haven't left a trace in all this dust. Ich nehme jetzt gerade den ganzen Schrott mit. Weg. Wirklich? Wer zum Teufel legt eine Mine unter die Treppe? Also unter die Rampe. Sinnvoll. Ist nicht allzu viel los, wo sind die denn alle? Maybe we should rest here. The place is built like a fortress. Ja, aber nebenan sind noch zwei. Okay, okay, okay. Glory. Ist das der Drohne oder was? Excellent. Oh, Endurance Bobblehead. Always be ready to take one for the team. Endurance permanently increased by one.
Schade, wir hatten Endurance noch nicht auf 10. Damit ist es leider ein bisschen gewastet. Aber gut. Kann ja nicht alles haben. So, keine Ahnung, was die zwei da hinten machen. I don't know. When it's this quiet, it usually means the shit's about to hit the fan. I'll find you. Ah ja, es hat keinen Schaden gemacht, natürlich. We being followed. Nein, wir folgen jemandem. Wo laufen die denn bitte alle hin? Was zur Hölle? Komm hierher. Frechheit. Automatic Combat Rifle. Oh, Walking Cane. Perfekt. Maximum Armor Piercing Automatic S. Seid ein Energy Key. Wofür auch immer der ist. Right away. Ein Zylinder mit Abschluss. Stimmt, Jurist. Dafür braucht man nicht mehr als ein Zylinder zu sein. Wo führt denn die Treppe hin? Nach draußen. Aufs Dach nehme ich an. Okay. Immerhin hätten wir das auch geklärt. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo wir unsere Powerrüstung reparieren können. Und was wir als nächstes machen. Wobei ich fast sagen würde, wir könnten langsam mal wieder unsere Erkundungstour einstellen und könnten vielleicht zurück zum Institut kehren. Zurückkehren, so rum. Ja. Wir können vorher einen Abstecher machen zur... Cambridge Police Station. Wir sind ganz da unten. Ach du Heilige. Ja, komm. Dann können wir auch an der Station, die dort ist, unsere Rüstung reparieren. Das habe ich gar nicht geguckt, aber da war nichts mehr in der Nähe, außer dieses komische Farming-Dingens. Wir sind jetzt weit genug gereist. Wird Zeit, dass wir wieder mit Quests anfangen. Sprich, das, was von der Hauptquest übrig ist. Und ich frage mich immer noch, ob und was ich übersehen habe im Labor bei der Bruderschaft. Denn... Ja, scheiße, das muss man von innen aufmachen. Aus dem Weg. Denn wir sollten ja irgendwas für unseren Freund, hieß er Bruce, finden. Unseren tollen grünen Freund. By Elder Maxon's orders, all forms of technology should be confiscated or collected. Excuse me, Scribe Halen. Our scribes are pretty excited about what you may be able to recover. I hope you found the artifact. I do. Here it is. Good work. Take this. I did. The scribes are gonna love your find.
I'll always want more tech, so believe me, I'll never run short of missions. Let me know if you're anxious to get back out there. Zeig mal, was du hast. Great. Here's the location. Get on it. You're an inspiration to us all, Knight. Do us proud. Okay. Noch ein Flugsensor, ja, natürlich. You better have some good news. Affirmative. Impressive. Keep proving your worth. I may start to trust you. Das wird nie passieren. Here, your payment. The Commonwealth won't be running out of vermin anytime soon. If you need time to regroup, take it. Once you're ready, let me know. I'm ready. Better be. I'll mark the location on your map. See you when the target's clear. Okay. Dann gehen wir mal kurz. Taking on a death claw without backup is a great way to get yourself killed. Stimmt doch gar nicht. Kurz hier rein. In die Garage und fixen unser Zeug. Theoretisch könnten wir es auch in Sanctuary machen. Ich bin gerade noch nicht so sicher, wie wir vorgehen. Kommen wir jetzt eigentlich nur mit Fast Travel zurück zum Institut? Sehe ich das richtig? Und gleich mal auf der Karte gucken. Oh. Can you believe synths are replacing humans with exact duplicates? Makes me sick. Das ist jetzt nicht unbedingt so, wie ich es gerne hätte. Moment. Was macht der Power Armor hier? Oder warte mal. Wir sind ja eh relativ überladen und alles. Entschuldigung. Wir gehen einfach zurück nach Sanctuary, laden alles ab und reparieren die Rüstung dort, und wir brauchen sie auch nicht fürs Institut. Und dann lassen wir sie da einfach dort stehen. Ich habe da gerade irgendwie nicht richtig drüber nachgedacht. Das macht mehr Sinn. Gut. Okay. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, ob wir irgendwelche Möglichkeiten haben, uns noch zu entscheiden. Also ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen Bammel davor, so einen Massenausbruch da zu inszenieren. Ja. Ich hoffe, es war nah genug dran. Ja. I suppose that's something worth building. Gut. Whatever it is. So. This better be worth our time. Und equip. Vom X01 haben wir 4 Teile. Fehlen noch die Beine. Aber so an sich ist es doch... Ist es nicht mehr oder weniger genau das gleiche wie... Nein, nicht ganz, okay. Ist ein bisschen besser als die T-60B. Oh. Na gut. Dann... Hier, Transfer. Junk. Sure. Das wollte ich doch gar nicht. Denk doch nicht mal solche Sachen von mir. Was können wir denn noch alles ablegen? Ganzen Kram, den kein Mensch braucht. Die Synth-Chess-Piece und lauter so ein Kram. Das muss ich mir tatsächlich mal anschauen. Haben schon... Fehlt eigentlich nur noch ein Bein? Ja, eigentlich fehlt nur noch ein Bein. Ach, das Silver-Short-Zeug, genau, das können wir gar nicht ablegen.
Dafür brauchen wir doch irgendeinen Quest. Huch! Sentimentaler Wert, komm zurück. Okay. Ah, das Aid-Zeug. 300 Stimpaks. Wahnsinn. Okay. Mods packe ich auch mal da rein. Okay, die Left Leg. Okay, wir haben. Das kann auch weg. Exterminator Chest Piece. Ghoul Slayer Left Arm. Exterminator Left Leg. Achso, Right Arm und Right Leg fehlt noch. Okay, das heißt. Ich pack das mal weg. Dann können wir eigentlich auch schon Chest Piece. Was ist das? 27 und das ist 14 und 19. Okay, lass mich kurz schauen. Wenn ich jetzt das nehme. 24 und 29. Okay. So. Deep pocketed. Was gibt's noch so? Pneumatisch. Incoming Staggers. Increased Duration of Chems. Ultra Light Build. Dense. Radiation Damage. I'm very successful. Improved Carrying Capacity. Warum nicht? Dann Left Leg. Und Left Arm. Nein! Ja, wieder kein Leder mehr. Nothing I hate more than Raider Scumbags. If you run into any, put a few down for me. Dann mache ich mal Ultra Light Build einfach nur. Dann ziehen wir das jetzt mal an. Moment. Zack, zack. Zinsarm. Gut. Den Rest können wir ablegen. Das, das, das. Perfekt. Wie sieht das jetzt aus? Ein bisschen komisch wahrscheinlich. Ja. Sieht aus, als hätten wir eine. Weiß nicht. Eine Fußfessel und einen Schlafanzug an. Ah, gut. Wir müssen unseren Charakter ja nicht von außen sehen. Ja. Es ist ganz toll, dass die Crops growen. Wasser. Nimm mal ein paar mit. Man weiß ja nie, wann der neue Patch kommt. So. Perfekt. What do you need, General? Gar nichts, gar nichts. Okay. Nochmal speichern und dann auf der Karte schauen. Wo geht's denn jetzt hin zum Institut? Hier. Das Institut. Auf geht's. Suchen wir mal unseren Vater. Also nicht unseren Vater, wir suchen nur Vater und unseren Sohn sind eine und die gleiche Person. Das ist sehr verwirrend und... Oh Gott! Nee, ich glaube, den habe ich gerade verloren. Der ist in meiner Hose. Mein Gott. Okay. Ich sollte den Questmarker anmachen. Nein. Mm-mm-mm-mm.
I can't express how truly humbling it is to stand doch über uns sein. Presence. Ist doch richtig. Eins höher, oder was? Tatsächlich. Na, sowas. Remember, hallo, Grippe. I'm glad to see you return safely. I know the task was difficult, but I needed you to see firsthand how dangerous a rogue synth can be. Why do you care what happens on the surface? You're in your own world down here. Because there are forces on the surface that could pose a threat to us, and only a fool ignores a possible threat. We might diminish that danger by correcting the false perception that we intend some great harm to mankind. But enough about that. The task is done, and you've returned our synth safely to us. I couldn't have hoped for a better outcome. Well done. While you were away, I had quarters prepared for you. You'll find all the basic necessities, as well as a generous stock of arms and equipment. Yay. Go and have a look. I think you'll be quite pleased. Okay. Laufe ich jetzt schon wieder in die falsche Richtung? Doctor, what are you doing here? Isn't today your day off? It is, but honestly, ich bin verpeilt. Gibt's doch gar nicht. Now you'll have a place to stay that's far safer than any on the surface. Zum will mich doch verarschen. Hä? Wo ist denn hier dieser? Man kann doch hier normalerweise im Kreis laufen. Das ist doch so ein Rundgang. Ich krieg die Tür nicht zu. Was zum? Okay. Ich hab's nicht. Scanning. Subject identified. Okay, versuchen wir es hier. Kann doch zwischen den ganzen Dingen hier oben hin und her laufen, oder nicht? Oder habe ich das geträumt? Hab ich Fallout 5 gespielt, oder was? Your new quarters are here, sir. Danke. When you're finished here, sir, Father wants to see you. Ich war doch gerade bei ihm. Level 56. Yay. Toilet. Ah. Oh, er hat sogar tatsächlich den Deckel hochgemacht. Und da ist er unten. Ich komme hier nicht wieder raus. Ich will hier nicht wieder raus. Stimpak. Haben wir ja noch nicht genug. Was für ein Ding? Reporter's Pen. Der ist ganz, ganz besonders, ist der. Institute Lab Code. Was wohl die Leute auf der Oberfläche sagen, wenn wir mit einem. Mit Institut-Klamotten rumlaufen? Ob die. Die dann Unterschied erkennen oder ob das einfach nur Klamotten sind für die, weil die haben ja eigentlich noch nie jemanden vom Institut gesehen. Sie wissen nur, dass die Synths vom Institut kommen. Wäre eigentlich mal interessant zu wissen. I wish Quinton would stop telling those stupid stories. Warum? You know, I love my Gasweg! Hey, sweetie. I love being a father even more. Isn't it wonderful here? Wie man es nimmt. Ja. Oh Gott.
Sicherungslevel Leberwurst. From what I hear, that rogue scent at Libertalia was a real menace. Da fragt man sich auch, ob die ganzen Synths, die die Leute gesehen haben, ja, also alles, was wir so an Erfahrungsberichten gehört haben, waren ja irgendwelche, die die Fassung quasi verloren haben, waren wahrscheinlich alle irgendwelche, die geflohen sind und dann Fehlfunktionen hatten. Von daher ist es wahrscheinlich doch gar nicht so gut, wenn man sie befreit. Nicht wahr? Hallo, Vater. Tell me, what would you do when someone has stolen from you? After everything I've been through to find you, I think you already know. I'm sorry, Father. Of course. You're right. The group that calls themselves the Railroad have acquired several synths from the Institute. Synths that had gone missing in recent months. And they no doubt mean to free these synths in their delusion that synths are somehow sentient beings. You've been in contact with the Railroad, so you're aware of their misguided beliefs. They mean well. They're only doing what they think is right. You dealt with Libertalia. That's the result of their selfish, short-sighted plan. Usually they are a minor nuisance, but lately they have become more emboldened. I'm afraid we've reached a point where a response is necessary. We have learned the current location of these synths and need to reacquire them before the railroad can hide them. I'm not sure why you'd bother. Aside from taking back our property, we must teach them a lesson, as it were, and quickly at that. But it's important that we act on this soon, before the railroad has any indication we've tracked them. We also don't want the Brotherhood of Steel getting wind of the presence of the synths. That would only complicate matters. Oh yeah. Is it just me, or will I have backup? Of course, sir. We'll be waiting for you outside Bunker Hill. You'll have support should you need it. But we want to keep this small. Ich wusste es. Oh Gott. I trust you'll resolve the situation at Bunker Hill quickly and quietly. Okay, das Problem ist einfach, dass das Spiel komplett stur ist. Die Railroad an sich, meiner Meinung nach, Bunker Hill must be dealt with. Ja, ist okay. If for no other reason than to make a point. Wie gesagt, also sie versuchen ja eigentlich nichts Böses zu tun. Sie denken, das Institut wären die bösen Jungs. Dabei sind es weder die einen noch die anderen, meiner Meinung nach. Our technology must seem pretty advanced by your standards. Nein, eigentlich nicht. Und das Problem ist gerade einfach, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was ich tun soll. Ja. Wo müssen wir hin? Ach so, ja. Wir könnten jetzt sie einfach direkt holen, weil ich denke, natürlich besteht bei jedem Einzelnen die Gefahr, dass auch er irgendwie eine kriminelle Persönlichkeit entwickelt nach der Löschung oder sonst irgendwas und naja, gut ist es nicht, vor allem wenn es auf Fehlfunktionen oder ähnliches zurückzuführen wäre. Auf der anderen Seite versucht die Railroad natürlich auch Gutes zu tun auf ihre Art und Weise. Wenn wir sie jetzt aber informieren, oder die Brotherhood of Steel, die Synths nur wegen ihrer Technologie haben wollen, dann, ja, das ist so, man kann sich nur für eine Seite entscheiden. Das ist... Oh Gott. Ich bin interessant, genau. Ich bin überhaupt nicht interessant.
Ich bin interessiert daran, was die Minutemen noch damit zu tun haben, weil die scheinen ja jetzt momentan komplett außen vor zu sein. Ich weiß nicht wieso. Haben wir zu wenig Missionen für die gemacht oder. Verflixt auch eins. Also ganz ehrlich, ich tendiere tatsächlich momentan. Ich weiß nicht. Auf der einen Seite tendiere ich zum Institut einfach aus dem Grund, naja, weil eben unser Sohn dort ist. Auf der anderen Seite könnte ja auch ein Sünd sein, wer weiß. Oh. Ups. Könnte jetzt natürlich speichern und könnte schauen, ob man, wenn man zur Railroad geht, was man ihnen sagen könnte. Vielleicht ist es ja möglich. Ich meine, ich glaube es nicht, aber wir können ja gerade mal in der Folge das ausprobieren. Ich mache gerade mal ein neues Save Game. Und dann teleportieren wir uns mal zur Railroad. Normalerweise mache ich das nicht gerne, weil ich lieber so wie im echten Leben einfach eine Entscheidung treffe und dann versuche damit zu leben. Allerdings ist es gerade in dieser Situation relativ schwierig, weil ich würde gerne wissen. Randolph's got a message for you. Alles klar. Ich würde gerne wissen, ob es tatsächlich möglich ist, eine Art Mittelweg zu wählen oder ob ich mich wirklich hart für eine Seite entscheiden muss. Was ich halt echt richtig dämlich finde. Business and good neighbor is concluded, right? The extent of our operation there is quite sensitive. Can I talk to you? Something on your mind? The Institute knows about Bunker Hill. They're planning to recapture the synths there. The timing couldn't be worse. The old man's been sitting on those four synths. There's nowhere else that's safe we could put them. Maintaining your cover is vital, but this, the sacrifice is just too great. We'll lose a lot more than four cents if the Institute kicks me out. Then we need to make sure you stay in their good graces. We've never known when and where the Institute would strike us next. But now we have a chance to turn the tables. We wait until the enemy is in position, then we hit them hard. No one they send out comes back alive except you. Understand? So much could go wrong. It's too risky. With Glory, you, and additional reinforcements, I believe we have a fighting chance. We can't attack too early. We need to draw them into the kill zone, and then spring the trap. You'll know when. You'll probably have a courser escort. You'll have to take them down. You've done it before, but it'll still be dangerous. Taking down a courser, on top of everything else? It's too much. It's a risk, but it's one we have to take. So get it done. Darf ich die Brotherhood of Steel auch noch einladen? Ja, ist das, steht das noch offen? Sure. Klar, warum nicht? Das ist doch echt krank. Ganz ehrlich, ich meine, Sie helfen ja lediglich nur den Synths, ihre neue Persönlichkeit zu bekommen, nachdem sie raus sind aus dem Institut. Und dann gehen die alle ihren eigenen Weg. Sie wissen wahrscheinlich nicht mal, was mit ihnen passiert ist. Wir wissen es jetzt. Warum können wir ihnen nicht sagen, hört zu Leute, was ihr tut ist zwar nett und gut gemeint, aber es hat auch Nachteile. So und so sieht's aus und es gibt Beweise dafür. Dann, ich weiß nicht, kann man nicht irgendwie... Vielleicht bin ich irgendwie zu
weiß nicht, vielleicht bin ich dafür zu einfach gestrickt oder zu naiv, aber es muss doch eine Möglichkeit geben, irgendwie miteinander zu reden, irgendeinen Weg zu finden. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Aber theoretisch müssen wir uns jetzt entscheiden, sehen wir die Synths tatsächlich als Lebewesen an? Geben wir ihnen eigene Rechte? Das heißt, sie dürfen selbst entscheiden, ob sie... Liz? Kate? Mach da hinten. Ob sie frei sein wollen oder ob sie beim Institut leben wollen oder was auch immer. Dann sollten wir der Railroad helfen. Oder wir müssen uns dafür entscheiden, dass sie Eigentum sind. Und zwar Eigentum des Instituts, weil die sie gebaut und entwickelt haben. Dann müssen wir sie wieder zurückbringen. Oder wir sorgen dafür, dass die Brotherhood davon erfährt. Und ja, keine Ahnung, die Brotherhood will die Technologie sichern. Aber nicht unbedingt für die Allgemeinheit, sodass sie jeder was davon hat, sondern mehr für sich aus Sicherheitsgründen. Und das Institut wollen sie vernichten. Yeah. Einfach nur aus Spaß. Einfach nur aus Spaß. Was sagt denn der Älteste dazu? Die Folge wird gerade wieder länger, als ich es geplant habe, aber das muss gerade noch sein. Ich werde dann die Folgenpause nutzen, um mich zu entscheiden, aber... Moment... verdammt, das ist doch echt zum Kotzen. So. Our latest intelligence tells us you've infiltrated the Institute and liberated a valuable holotape from their facility. Yes. I'm quite disappointed you chose to build the signal interceptor without the Brotherhood Knight. However, you've secured passage to and from their facility, which was one of our primary goals. So, I'm willing to overlook your lapse in judgment, since you've unexpectedly accelerated our plans. I now have two missions for you to complete. First and foremost, I want you to bring that holotape to Proctor Ingram right away. There could be data vital to the success of our mission on that tape, so we can't afford to take any chances. The second part of your mission requires a bit of background. To explain. About 10 years ago, the Brotherhood began recruiting civilian scientists from the Capital Wasteland to assist with various projects. During this process, we were able to obtain the services of Dr. Madison Lee, a noted mind in the field of nuclear engineering. Forced to join. This is all good. By recruiting, you mean they forced her to join. Being at war leaves little room for compassion. That said, Dr. Lee's contributions to our cause were instrumental in maintaining order in the Capital Wasteland. After some time, she developed differences with the Brotherhood and exiled herself to the Commonwealth. Oh. We're fairly certain that her intent was to make contact with the Institute. What sort of differences? Although she was working with the Brotherhood of Steel, she never formally joined as a scribe. After the Capital Wasteland was secured, she objected to the Brotherhood's continued military presence there. I think she assumed we would just walk away from it all. She was wrong. Your mission is simple. Once you're inside the Institute, we want you to track down Dr. Lee's whereabouts. If you find out that she's still alive, make contact with her and convince her to return to the Brotherhood of Steel. There's a special project we're working on, and it needs her attention. What's this project that needs her attention? Dr. Lee previously worked on a potent weapon for the Brotherhood of Steel. We'd like her to continue where she left off. That's all I can tell you. Just keep your mind on the mission, and don't let anything they say sway you from your duty. Good luck, Knight.
Ja, Dr. I have something urgent to report, Elder. The Institute is attempting to recover escaped synths at Bunker Hill. How did you obtain this information? Our reconnaissance hasn't reported anything of the sort. I received the information from the Institute itself. And you've done the right thing by reporting this to me directly. Well done, soldier. Your report provides us with a golden opportunity to state our intentions to the Institute. I'm placing you in command of this mission. Exterminate the synths at Bunker Hill, and whomever the Institute sends to retrieve them. I'll instruct Kells to assign you the appropriate backup. Dismiss, soldier. Natürlich. Adjusting internal ballonet pressure. Green lights across the board. Trying to minimize reactor jitter. Adjusting compression rate. Okay, also fassen wir zusammen. Das Institut möchte seine Synths zurückhaben, was ihnen ja theoretisch auch zusteht, weil sie ihr Eigentum sind. Die Railroad möchte gerne die Synths befreien, was ihnen vielleicht aus moralischen Gründen zustehen würde. Und die Brotherhood of Steel möchte, dass wir sie einfach alle umbringen. Also die Synths, die Institute-Leute und die Leute von der Railroad. Sag mal, seid ihr alle noch ganz dicht? Ich meine, ich kann natürlich auch... Ich meine, wir müssen immer noch bedenken, wir sind nur hier, weil das Institut unseren Sohn entführt hat, der uns jetzt auf die Mission schickt. Wir sollen ihm helfen. Ich gehe immer noch nicht konform mit den Methoden vom Institut. Die Frage ist einfach nur, rein rechtlich gesehen sind sie im Recht und rein humanitär gesehen, würde ich mal behaupten, sind amoklaufende Synth nach ihrer Reprogrammierung auch nicht wirklich hilfreich fürs Commonwealth. Darf ich einfach umziehen? Ich gehe nach New Vegas. Es ist doch echt furchtbar. Okay, also ich werde mir da jetzt kurz Gedanken drüber machen. Und ich denke, wir treffen uns dann im letzten Speicherpunkt wieder, wo ich meine Entscheidung bekannt gebe. Und ja, es wird eine Bauchentscheidung. Ganz einfach. Also, dann bis gleich.